Hossa Internet, Crackdown 3 wird nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Das hat Microsoft jetzt offiziell bestätigt und erklärt, dass man den Release vom ursprünglichen November-Termin auf den Frühling 2018 geschoben hat. Damit wird Crackdown 3 also kein Launch-Titel für die Xbox One X. Zu den Gründen erklärt man, dass man mehr Zeit braucht, um das Spiel in allen drei Modi, also Solo-Kampagne, Koop und kompetitiver Multiplayer-Modus, auf ein gleichbleibendes hohes Qualitätsniveau zu bringen, das alle Spieler zufriedenstellt, vor allem bei der Grafik möchte man nochmal Hand anlegen. Crackdown 3 war auf der E3 spielbar und hat da die, die es gespielt haben, nicht uneingeschränkt begeistert. Vermutlich wollen sich die Entwickler das Feedback also zu Herzen nehmen und umsetzen. Damit wird das einzige Xbox One-exklusive Spiel fürs Weihnachtsgeschäft Forza Motorsport 7 sein. Black Mirror kommt zurück. Denn in den vergangenen Tagen hatten wir schon darüber berichtet, dass der Publisher THQ Nordic zur Gamescom eine Fortsetzung einer bekannten Horrormarke ankündigen will. Das hat man jetzt schon ein paar Tage vor der Gamescom gemacht. Und es geht tatsächlich um einen Reboot zu Black Mirror, also der klassischen Horror-Adventure-Reihe. Das wird also auch wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Die Geschichte fängt aber komplett von vorne an, dementsprechend eben ein Reboot. Es geht um einen Mann namens David Gordon, der im Schottland des 20. Jahrhunderts in sein Elternhaus zurückkehrt und da allerhand übernatürliche Vorkommnisse untersuchen muss. Der Fokus soll diesmal wieder auf Rätseln liegen. Man geht aber mehr in die Richtung von paranormalen Ereignissen und psychologischem Horror nach H.P. Lovecraft und Edgar Allan Poe. Black Mirror soll für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen und zwar am 28. November. Auf der Gamescom kann man die Version aber schon anspielen und zwar am Stand von THQ Nordic in Halle 8. Prey ist zwar eigentlich schon seit Mai erhältlich, jetzt bekommt aber auch der PC endlich eine Demo-Version. Das Ganze ist eine Trial-Version unter dem Titel Opening Hour und genau das ist es eben, die erste Stunde des Spiels, in der man schon die Raumstation Talos One erkunden kann. Das Besondere an dieser Trial-Version ist, wenn einem das Ganze gefällt, kann man diese Version durch einen Kauf zur Vollversion freischalten und behält dann jeglichen Fortschritt und jegliche Erfolge. Das gleiche gilt durch ein Update übrigens auch für die bisherigen PS4 und Xbox One Demos. Wer also die schon installiert hat und dann in der Version die Vollversion freischaltet, der behält diesen ganzen Fortschritt. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms. You've seen what those creatures can do. Das war's soweit mit dem News-Teil der Sendung. Jetzt noch ein Programmhinweis. Denn wer in den letzten Tagen aufgepasst hat, weiß es schon, wir sind nächste Woche komplett auf der Gamescom und zeigen euch 5 Tage im Livestream unter dem Motto GameStar Camped die coolsten Spiele und vor allem die coolsten Entwicklergäste aus unserem Studio auf dem Gamescom Camped. Alle weiteren Infos dazu unter dem Link in der Beschreibung. Es gibt in Kürze aber auch nochmal ein Video, wo wir alle Details dazu zusammenfassen. Und dann noch Eigenwerbung in eigener Sache, denn unsere One GameStar PCs haben eine Änderung, nämlich dass es ab sofort hochwertige Hardware von Asus in allen PCs gibt. Das heißt, ohne Aufpreis gibt es hier Hardware in besonders hoher Qualität. Alle Infos dazu unter dem Link in der Beschreibung. Morgen gibt es keine Folge News, wir packen unser Studio nämlich schon ein, das heißt am Montag wird es auch keine geben. Wir sehen uns dann am Dienstag also wieder direkt von der Gamescom, da gibt es dann die nächste Ausgabe News, würde mich aber auch natürlich auch freuen, wenn ihr im Livestream zuschaut. Danke fürs Zuschauen, schönes Wochenende, weiterspielen.